Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal zu einem neuen Food-Test, denn ich teste heute mit euch die Crunch-Chips von Lawrence in der, von Lorenz, wenn man einmal Englisch spricht, dann wird es schwierig, in der Version Western-Style. Süß-würziger Geschmack, jetzt haben wir es aber. So, es sind 250 Gramm in der Packung. Die gab es vor 2 Wochen im Angebot bei Lidl und da habe ich die geholt. Und ich würde sagen, wir schauen mal genau, wie die ausschauen und machen die auf und schnuppern mal richtig schön dran. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Kanal ein Like und ein Abo dalasst. Das wäre echt super für mich und jetzt starten wir in die Großaufnahme. So, ich habe mal das Weitwinkel angemacht, damit ihr alles gut sehen könnt. Wie gesagt, die Chips sind ja von Lorenz, gehören zu den Crunch Chips. Im Western-Style süß-würziger Geschmack mit 250 Gramm. In der XXL-Variante gab es die im Lidl. Den Preis, den weiß ich jetzt nicht mehr, aber die waren wirklich günstig und deshalb habe ich die damals mitgenommen. Nutri-Score D muss man natürlich nicht verstehen. Hätte ein E verdient, sind halt Chips. Die Verpackung an sich ist ja schön gemacht mit den jungen Leuten da oben. Das ist halt auch die Zielgruppe, die hier definitiv angesprochen wird. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt und vor allem, wie es schon mal riecht. Ein kurzer Blick auf die Rückseite. Ich blende euch am Ende des Videos noch mal Bilder ein, weil man das oft wirklich nur schlecht erkennen kann. Haben auf jeden Fall Kalorien wie ganz normale Chips auch. Ja, jetzt machen wir sie mal auf und werfen einen Blick rein. So, jetzt hole ich euch da erstmal wieder nah ran. Und wie ihr seht, die Chips sehen wirklich richtig gut aus. Alle auch von der Größe her nicht so viel Gebrösel drin. Ich hole mal ein paar raus. Boah, die riechen auch. So eine Handvoll mal. Wie ihr seht, die haben wirklich eine schöne Größe, sind auch schön dünn und fühlen sich sehr knusprig an. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, probieren wir doch das Ganze. Ja, und jetzt freue ich mich auf den Geruchs- und Geschmackstest. Schnuppern wir doch mal dran. Die riechen wirklich richtig lecker. Ein tolles Aroma. Riechen fettig, wie Chips riechen müssen. Und auch die Gewürze kann ich ganz schwer beschreiben. Vielleicht so leicht geräuchert. Riecht auf jeden Fall gut. Und jetzt bin ich gespannt, wie sie schmecken. Da probieren wir doch mal. Wow. Schön knusprig und dünn. Das mag ich bei Chips. Aber ihr wollt ja wissen, wie die schmecken. Die sind echt super lecker. Wow. Denn die sind mal richtig gut gewürzt. Da ist wirklich überall Gewürz drauf. Und nicht so fade. Und auch umso mehr man isst, fühlt es sich nicht weniger an, wie das oft so der Fall ist? Die machen Spaß. Nun mal zum Geschmack. Die haben, soll man gar nicht meinen, dass süße schmeckt, dass süße Chips lecker sein können. Aber die haben eine tolle Süße und auch eine tolle Säure. Das ist so. Wie soll ich das beschreiben? Wenn ihr euch den so auf die Zunge legt, dann habt ihr so eine Säure auf der Zunge, wie bei Sour Cream Chips. So ein Touch davon ist das hier auch. Und leicht geräuchert mit Paprikanote, bisschen Ketchupnote. Das ist so mein Geschmacksempfinden.
Das Schlimme ist, wenn die so gut schmecken, kann man damit nicht aufhören. Aber die finde ich echt mega. Also die kann ich euch wirklich empfehlen. Die sind mal was ganz anderes und schmecken nach dem, was draufsteht. Süß und richtig würzig. Tolles Produkt. 10 von 10 möglichen Punkten. Mehr gibt es dazu tatsächlich nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein. Bis dahin. Tschüss.